Hallo Freunde und ein herzliches Willkommen zu diesem, ich sage mal, Tutorial-Video. Und zwar geht es darum, wie tue ich Tags einfügen in einem Livestream. Ja, das ist immer so eine Frage, ne? Wenn man ein Video hochlädt, kann man easy peasy die Tags einfügen. Aber wenn man einen Livestream machen will, ja, man bereitet alles vor, man macht sein Thumbnail, ja, man gibt sein Spiel ein, ja, also hier ein Thumbnail, ne, sein Titel, seine Beschreibung, ja, sein Spiel in meinem Sinne jetzt, ja, und ja, man sucht überall und man findet keine Tags, ja, obwohl das eigentlich hätte auch hier in dem Reiter mit drinnen stehen können, steht das nicht hier drinnen, sondern man muss unter erweiterter Einstellung schauen, ja. Dann hat man hier die erweiterten Einstellungen, da kann man halt einstellen, ob man Langsam-Modus mit reinmacht, ja, und allem drum und dran, allem Fuchs und Teufel, ja, das interessiert uns aber heute nicht, ja. Uns interessieren die Tags, ja. Die Tags sind hier, die ihr eingeben könnt. Ihr könnt, glaube ich, maximal 60 Stück eingeben, also 60 solche Kästchen hier, ja. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr die Tags macht und einfügt und, ja, dann gebe ich euch einen Tipp, wenn ihr ein anderes Spiel spielen solltet, ja, die Tags bleiben immer dieselben, die bleiben immer drinnen, wenn ihr sie nicht manuell selbst entfernt. Ja, ihr müsst sie wirklich selber entfernen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist bestes Beispiel, da ich sowieso gleich oder beziehungsweise heute vorhabe, Battlefield zu spielen, einfach die Tags wieder entfernen, ja. Einfach alle wieder entfernen, die ihr nicht braucht, ja. So. Ich bin mache ein bisschen Clickbait, deswegen ist halt nun mal so, ja. Irgendwie muss man ja Reichweite kriegen. So, dann suche, dann mache ich, da ich heute Battlefield spiele, eigentlich meine Tags für Battlefield, ja. Die habe ich schon vorbereitet. Ja. So, dann habe ich auf meinem zweiten Bildschirm jetzt das Bild offen. Tue die Tags abkopieren. Schließe das wieder. Na, hier zeige ich euch nochmal. So, durch die Tags hier einfach, also wenn ihr die über einen Texteditor macht, immer am besten ein Komma dazwischen machen. Komma, Leerzeichen, muss auch kein Leerzeichen dazwischen sein, ist eigentlich egal, Hauptsache ein Komma dazwischen markieren und dann einfach mit dem Tasten mit einem Klammergriff Steuerung plus C auf Kopieren drücken, ja. Dann machen wir die Seite wieder auf und tun dann einfach nur diesen hier einfügen und schon sind die Tags drin. Das ist die einfachste Möglichkeit, ja, oder die schnellste Möglichkeit, ja. Und ja, dann habt ihr schon eure Tags, ne? So, Beschreibung tut man in den meisten Fällen bearbeiten, ja, ist meistens spieltechnisch, ja, ich hab's aber immer Standard, ja, weil ich nicht viel brauche, da es meist ja im Stream zu erkennen ist. Dann ist es nur noch der Titel, ja, den kann man alles hier gleich mit entfernen, ja. Zum Beispiel in meinem Fall jetzt, Battlefield 5, ja, also V in dem Fall, Beta, Quatsch. Open Beta. Ja, so. Das ist natürlich auch auf meiner PS4. Ist aber nicht der dritte, sondern der erste Part, sage ich mal. Das heißt, das erste Video, es kann sein, dass noch eins kommt, deswegen tue ich das immer in Parts einstreichen. So, dann braucht ihr eigentlich nur noch auf Änderungen speichern gehen und dann müsste der das übernommen haben. Ja. Wenn natürlich da steht, es sind zu viele Tags, dann müsst ihr euch Tags raussuchen, die jetzt nicht als wichtig erachtet und zieht es einfach aus. Das ist einfach nur zusätzlich zu euren normalen Tags, dass ihr sozusagen, ja, hier hat das noch nicht geändert, da tun wir einfach mal aktualisieren, ja. So, er hat das hier auch drin aktualisiert. So, das Spiel ist natürlich auch nicht Yu-Gi-Oh!, sondern Battlefield, ne? Battlefield 5 2018, ja? So, dann hätten wir das auch schon. Mehr gibt's da auch nicht, ne? So, das war's auch schon. Mehr gibt's da eigentlich nicht zu wissen, ja? Ja, gut, dann halt noch Thumbnail ändern, aber das ist ja selbstverständlich, ja? So, dann fügen wir das hier ein. Fertig. Dann war es das auch schon, Leute. Ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn ja, gebt denen auf jeden Fall einen Daumen hoch und teilt es weiter auf Facebook, auf Twitter oder Instagram.
wo auch immer ihr das teilen könnt, mögt. Teilt es euren Freunden, ja, die auch YouTube machen oder sowas. Und die sollen auf und schaut auf die oder ihr alle allgemein, schaut auf jeden Fall mal auf meinen Kanal vorbei. Ihr seht, ich mache hier Games, hauptsächlich auch Open Beta, was heißt hauptsächlich mal Open Betas, spiele mit meinen Kumpanen auch Yu-Gi-Oh!, ja, wie ihr gesehen habt, und zurzeit auch Secret of Evermore, ja. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Falls irgendwelche Anfragen sind, auf irgendwelche Hilfestellungen, die ich vielleicht geben könnte, ja, wo ich mal ein Video machen sollte, was dann besser zu erklären ist, ja, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare und wir werden das auf jeden Fall mal gucken, dass wir es durchnehmen können, wenn mein Wissen soweit auch ausreicht, ja. Je nachdem, was immer für eine Frage kommt, ja. Gut, dann bedanke ich mich erstmal. Ein Daumen nach oben, ein Abo wäre auch nicht verkehrt und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.